Guten Tag, ich grüße euch an dem Dienstag, den 26. April, 11 Uhr morgens, mittags, wie man es gerne sehen möchte, zum Aufgebraucht-Video des Monats April. Ich weiß, der April, der hat noch 4 Tage, aber ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Meine Tasche ist voll und es wird jetzt auch nichts mehr leer werden in den nächsten 4 Tagen. Das Einzige, was morgen vielleicht noch dazukommen könnte, wäre eine Maske. Aber ich sag mal, ich denke, das seht ihr mir nach, wenn ich euch die dann nachher im Mai aufgebraucht Video präsentieren werde. Es ist mal wieder alles drinne vertreten. Beginnen wir mit von Priva. Mit von Priva. Klingt irgendwie sehr edel. Mit von Priva. Dem Kirschspüler, fünffach Power. Schutz vor Kalkablagerungen, Reduktion von Wasserflecken, strahlender Glanz für Geschirr, sorgt für trockenes Geschirr, Glanz für die Maschine. Priva gibt es im Netto-Discounter, also dem gelben, nicht dem mit dem Hund. Ja, hat seine Aufgabe ganz gut erfüllt, muss ich sagen. Kann man nachkaufen. Ich sag mal, Klarspüler, da gucke ich da jetzt so nicht so unbedingt drauf. Das kaufe ich, wo ich gerade bin. Entweder den von DM. Ne, oder hier bei Netto mal den von Priva. Oder vom E-Center halt den von Gut und Günstig. Guck mal da oben. Seht ihr da oben das Wotan? Der macht sich gerade hübsch. Und ja, wie gesagt, kann man kaufen, macht einen guten Job. Dann habe ich euch ja auch schon mehrfach gezeigt, mein Lieblings-Weichspüler im Moment von Softlan. Ein pflanzenbasierter Weichspüler, zweites Leben, das ist aus recycelten Orangenblüten. Ich habe jetzt auch den anderen mal gekauft. Der ist mit Jasminblüten. War es Jasmin? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich kann es euch jetzt gerade gar nicht sagen. Ich habe mir jetzt auch mal, wie gesagt, die andere Sorte gekauft, habe ich aber jetzt nicht in Verwendung. Ich habe wieder erstmal zu dem hier gegriffen. Ja, ist im Moment mein oder unser absolutes Favorite. Ja, mein Freund mag ja diese Duftrichtung mit den Orangeblüten auch sehr. Kann ich absolut nur empfehlen. Also ist schon wieder nachgekauft. Dann habe ich von Frosch mal den Citrus-Waschmaschinen-Hygienereiniger ausprobiert. Saubere Maschine für frische Wäsche 3 in 1. Entkalkt, reinigt, entfernt Gerüche, kalklösend mit Zitronensäure. Also ich muss sagen, ich habe ja sonst immer den Maschinenpfleger von Dr. Beckmann gekauft. Ich glaube, ich bin mit diesem Produkt hier nicht so zufrieden. Also weder roch es nach Zitrus, noch finde ich. Ich habe das erst gemacht, das war erst Ende letzter Woche. Nachdem ich mit meiner ganzen Wäsche durch war, habe ich das Maschinenreinigungsprogramm meiner Maschine laufen lassen und habe diesen Waschmaschinenhygienereiniger mit reingegeben und ich finde, dass er nichts gemacht hat. Klar, den Kalk im Innern, das sieht man nicht, aber es war auch keinerlei Note von Zitrus zu merken oder Geruchsentfernung. Also ich finde im Moment, meine Maschine riecht leicht komisch, wenn ich sie aufmache, auch gestern, wo ich wieder Wäsche rausgeholt habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde nächste Woche oder morgen ist Mittwoch, werde ich eh noch mal im DM hoppeln und ich glaube, da kaufe ich mir noch mal einen anderen Hygienereiniger. Ja, also ich weiß noch nicht. Ich bin im Moment von dem Produkt nicht überzeugt. Ich werde ihn mir noch mal kaufen, ja. Um zu sehen, ob es jetzt nun wirklich an dem Reiniger lag. Weil da ist eine Packung drin, die man komplett in das Trommelfach gibt und dann einfach laufen lässt. Wie gesagt, also hier, da muss ich noch mal, bin ich im Moment nicht überzeugt von, obwohl ich ja sonst die Froschprodukte liebe, wisst ihr ja. Dann habe ich Zahnbürsten. Von Dr. Best Classic. Da ich meine alte Zahnbürste jetzt dazu zweckentfremdet habe, weil es waren ja zwei drin, ne? Oder nee, drei, zwei plus eine gratis,
Meine letzte, die ging zwar eigentlich noch, aber ich habe sie jetzt dazu zweckentfremdet, schill die hier ab und zu den Panzer hübsch damit zu kraulen und schill die einfach damit sauber zu machen. Und ja, da musste jetzt halt wieder die nächste ran und jetzt ist die Packung leer. Das ist die ganz normale, muss man sagen, Deutschlands Nummer 1 Zahnbürstenmarke. Hoch- und Tiefreinigung zwischen den Zähnen mit geschwungenem Profil. Und ich glaube, das ist die, ja genau, es ist, also ich nehme immer die mittelharten. Also die ganz harten mag ich nicht, die ganz weichen auch nicht. Ich nehme immer Mittel. Und ja, ich putze mir damit gerne Zähne. Dann habe ich, es geht ganz gut haushaltsmäßig, muss ich sagen, habe ich in diesem Monat gut aufgebraucht. Von Denkmit, das Geschirrreinigungspulver Nature 50 Spülgänge hatte ich das erste Mal. Sonst habe ich ja immer so das in der Plastikverpackung. Diesmal hatte ich eben das hier. Hat seinen Job auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ist auch ein Nachkaufprodukt. Ja, bloß im Moment habe ich gerade eins von. Ich habe mal wieder vom Kaufland. Das von gut und günstig. Ja, aber ja, das hat seinen Job auch ganz gut gemacht. Ist auch ein Nachkaufprodukt. Ja, weniger Plastik wegen Karton, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Dann auch mal was zu futtern. Ich hatte meinem Liebsten eigentlich von Edeka Genussmomente original französische Käseplatte mitgebracht. Da waren diese 1, 2, 3, 4, 5 Käse drin. Der Originalpreis wäre 6 Euro gewesen. Ich habe es zum halben Preis für 3 Euro. Ich kaufe ja immer, ich schaue immer erstmal in die Reduziert-Regale rein. Und da war eben diese Käseplatte drin. Da war Tome de Brebis, Schnittkäse auf Schafsmilchbasis. Der hat übrigens wahnsinnig lecker geschmeckt. Dann Sainte Nécrière Laitier. Form d'Ambert, Cantal, Gujan und den anderen kann ich nicht lesen, weil es zugeklebt ist. Also ich muss wirklich sagen, die haben alle fünf sehr, sehr gut geschmeckt. Und also diese Käseplatte kann ich wirklich empfehlen. Ja, ich würde es mir definitiv nachkaufen. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich, also auch der Preis für 6 Euro, ja, für die Käse, es sind wirklich große Stücke. Wir haben hier nicht nur solche kleinen Miniaturdinger drin gehabt. Es waren wirklich große Käsestücke. Also wir haben beide von dieser Käseplatte gegessen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wer bei Edeka ist, schaut euch diese Käseplatte mal an. Uns hat sie sehr gut geschmeckt. Dann habe ich noch aufgebraucht von Rumoe die 100% Grano Italiano Spaghetti in der Stärke 03. Bei DM gekauft, haben wirklich sehr gut geschmeckt, aber ich sag mal 2,40 € für diese Packung von 500 Gramm. Ja, da kann ich mir auch mein gut und günstig weiterkaufen, muss ich sagen. Geschmacksmäßig war es jetzt nicht so anders. Ne? Das war noch nicht die Dinkel. Nee, die Dinkel waren es nicht. Die habe ich glaube noch. Ansonsten, ja, ich kann es empfehlen. Sie schmecken sehr gut, aber eben, ja, 2,49 Euro, glaube ich. War der Preis für die Packung. Muss man wissen, ob man es bezahlen möchte. So, haben wir noch was Haushaltinisches? Nein, jetzt kommen wir zu Sintis aufgebrauchten Pflegeprodukten. Und zwar haben wir da erstmal von Kneipp das Erkältungszeit Eukalyptus und Minze Aroma Pflegbad. Habe ich sehr gerne benutzt. Haben wir auch benutzt. Einfach nur an ekelhaften kalten Bähtagen. Ja, also hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, wenn wir eine Erkältung hatten oder so. Aber gerade an solchen Sauwettertagen, wie es bei dem eigenen Kneipp-Kinderbad da ja so heißt, Sauberne, bei diesen Sauwettertagen haben wir das auch sehr, sehr gerne benutzt, wenn wir dann in die Badewanne gegangen sind. Mit langanhaltendem Schaum, ja. Ist ja auch ohne Mikroplastik und das kann ich wirklich nur empfehlen. Also wir mögen das sehr, sehr gerne. Dann habe ich aufgebraucht von 8x4 Velvet Blossom, das Deo ohne Aluminiumsalze. Also ich komme im Moment sehr gut mit 8x4 klar.
Im Moment kaufe ich wirklich 8x4, weil wir hatten das ja, Farb bringt mir nichts mehr. Und also aber mit 8x4 bin ich im Moment gerade sehr gut zufrieden. Das schützt mich ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht, habe ich jetzt erst von meiner Karina bekommen gehabt. Ein Milk Gelo, Geoli, nee, was ein Milk Geoli, keine Ahnung. Eine Tuchmaske habe ich, also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen von Toni Moly. Ist sehr gut, also meine Haut hat es regelrecht aufgefressen. Ne? Das Serum war auch sehr gut feucht, muss ich sagen. Und ich lasse ja die Masken immer länger drauf als 10, 15 Minuten. Wie, nee, ach nee, die ist wirklich mit 20 bis 30 Minuten angegeben. Sehe ich ja gerade. Ja, ne, das habe ich auch gemacht und es ist wirklich alles sehr schön in die Haut eingezogen. Also ich kann die wirklich empfehlen. Und passend dazu habe ich auch die Rotweinmaske bekommen gehabt von ihr, von Toni Moly. Auch die hat mir sehr gut gefallen. Auch die ist sehr schön eingezogen und geruchsmäßig sind sie alle beide sehr angenehm. Ich muss jetzt sagen, sie hat nur nicht nach irgendwelchen Trauben oder sowas gerochen. Aber der Geruch ist sehr angenehm und nicht aufdringlich und ja, hat mir gut gefallen. Also die kann man wirklich gut herzens weiterempfehlen. Und noch eine Tuchmaske ja, irgendwas Koreanisches. Bis White Trifle, auch eine Gesichtsmaske mit weißem Trüffel. Auch die hat mir sehr gut gefallen. Sie war allerdings etwas wirklich für die koreanische Gesichtsgröße. Sie war leicht etwas zu klein, aber das ist ja nicht dramatisch, ne? Also sie hat auch, die sollte man auch 15 bis 20 Minuten drauf lassen. Und die war wirklich auch sehr, sehr schön. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Womit ich leider nicht so gut klargekommen bin, ist diese von The Skin, die Neon Pink Maske Chill war das. Die habe ich irgendwie nicht so gut vertragen. Da war auch sehr viel Serum noch drin. Also habe ich, nachdem ich die Maske verwendet hatte, ein paar Tage später mir auch wirklich, also ich hatte mir das Serum abgefüllt und habe das Serum nochmal verwendet dann. Es lag wirklich an der Maske, an dem Serum, das habe ich nicht vertragen. Also ich habe dann so einige nach der Anwendung von beidem leider Pickelchen bekommen. Also diese neon-pinke Maske vertrage ich nicht. Ich habe sie noch in Gelb. Mal gucken, wie es da ist. Also ich werde sie definitiv anwenden. Mal gucken, wie es mit der neon-gelben ist. Also die pinke habe ich leider nicht vertragen. Noch eine aufgebrauchte Tuchmaske. Ihr seht, diesen Monat war ich ein bisschen fleißiger, was meine Masken betrifft. Und zwar von Isana die Happy Age. Glättet sofort feine Linien mit Retinol, Kollagen und Wildrosenöl. Die hat auch wirklich sehr angenehm gerochen. Also diese Wildrose war wirklich sehr, sehr angenehm. Hat auch gut gepasst und ist auch alles sehr schön eingezogen. Also dass ich jetzt extrem geglättete Haut gehabt hätte oder so, das ist mir jetzt nun nicht so aufgefallen. Aber sie war sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Also die kann man auch kaufen. Dann war ich, ja, die habe ich ganz sogar jetzt am Sonntag habe ich das benutzt von Kneipp, die Poolparty mit Hibiskus und Rhabarberduft. War auch sehr angenehm, ist eine schöne Duftkombination gewesen und das Wasser war so, ja, es sah wirklich ein bisschen cocktailmäßig aus, so rosa-orange das Wasser. Es hat allerdings nicht geschäumt, aber ansonsten, es war sehr angenehm, es war sehr schön. Von Isana die Badeperlen Herzenszeit, verführerische Badeperlen mit fruchtig-zartem Beerenduft, mit Babassuöl und Urea. Ja, es war ein recht zarter Duft und wie ich ja schon häufiger bei den Isana-Sachen gesagt habe, auch bei denen von Balea, ist der Duft, der hält irgendwie nicht lange. Die Kneipp-Sachen und TT Sepp, die sind da intensiver, auch die von Trackle Moon. Aber es war ganz schön, also das Badewasser war wirklich so schön leicht, so leicht lila-rot und
Ja, ansonsten hat es mir ganz gut gefallen. Und es geht mit den Masken weiter. Mein Gott, war ich hier fleißig. Eine Peel-off-Maske habe ich, das war aber nur noch das zweite Sachet. Das erste hatte ich schon mal. Die Balea Peel-off-Maske klärt das Hautbild, pflegt mit Tamamelis und Aprikosenextrakt und Tiefenreinigung. Ja, ließ sich auch sehr gut abziehen, muss ich sagen, und ist wirklich ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich nochmal gebadet, und also mit, das ist Teetezept, genau, mit Gingerbread Man, also eigentlich war es mehr so Lebkuchenduft, Orange, Zimt und Kardamom, aber das war auch an einem so dieser ekelhaften Bäh-Tage draußen, wo man wirklich noch einmal ein wärmendes Winterbad machen konnte. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat auch sehr lange, der Duft hat auch sehr lange gehalten, wie ich ja gerade gesagt habe. Also die Sachen von TTZ und so, das hält sehr lange. Hier ist doch Tatsache noch ein bisschen Serum drin. Die hatte ich auch von Carina bekommen, die Swirling Cupcake Maske. Die war wirklich, da sah ich aus wie ein Cupcake. Das hatte ich meinen Mädels auch fotografiert. Ich sah aber eher ein bisschen aus wie ein kleines Monster und nicht zum Anbeißen niedlich. Die war auch ganz okay. Aber bei Carina, sie hatte mir eigentlich gesagt, die duftet wohl ganz leicht nach Erdbeere. Aber ja, es steht auch drauf. Bis Strawberry sind, aber also ich muss sagen, sie war zwar angenehm, aber ich fand sie recht duftneutral. Also ich habe auch jetzt, ich rieche da nichts von Erdbeere, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber sie war schön. Na, auch schön eingezogen alles. Von Isana, die Badeperlen, Butterfly, also so süße Lila, auch der Print ist ja sehr, sehr süß mit den ganzen Schmetterlingen und alles, ne? Auch das war ein sehr dezenter, ja, weißer Tee ist es, ein sehr dezenter Duft, war auch sehr schön, aber nicht sehr lang anhaltend halt. Aber ich meine, wenn man so die ersten Minuten, wenn man so reingeht, das reicht ja eigentlich, ne? Dann habe ich aufgebraucht von Original Source das Creamy Vanilla Strawberry Duschgel, 250 Milliliter, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Eine wunderbare, leckere Kombination von Vanille und Erdbeere, ganz, ganz toll. Also ein richtiges Nachkaufprodukt, definitiv. Hat mir sehr gut gefallen. Auch von der Konsistenz war sie richtig schön. Da habe ich aufgebraucht die Nail Dry Drops von Essence. Ja. Beim letzten Mal Nägel lackieren ist es alle gegangen. War auch sehr gut, ne? Im Gegensatz von dem von DM habe ich bei dem hier keinen weißen Film rundherum um die Fingernägel und das ist wirklich ein Nachkaufprodukt. Eine Bodylotion habe ich aufgebraucht. Da habe ich euch ja im Januar, glaube ich, hatte ich davon schon das Duschgel aufgebraucht. Das war ja ein Geschenkset aus Duschgel und Bodylotion und jetzt habe ich halt eben auch die Bodylotion geschafft. Ich bin ja leider relativ eincremefaul, sonst wäre die auch schon wesentlich länger leer. Aber ich versuche mich jetzt ein bisschen zusammenzureißen, mich wirklich jeden Tag einzucremen. Dadurch ist die jetzt auch leer gegangen und ab Mai, da mache ich eine Challenge, obwohl es für Carina eigentlich keine ist, weil die sich eh jeden Tag eincremt. Die hat es geschafft, das wirklich jeden Tag durchzuziehen. Aber ich muss da noch ein bisschen an mir arbeiten und deswegen starten wir halt eine kleine Challenge, damit ich mal einen kleinen Arschtritt kriege. Was macht die zwei denn? Und ja, aber hier habe ich eine aufgebrauchte. Bin ganz stolz auf mich. Aber es war von duftmäßig her Blüten, ja, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Von wem war denn das? Von AC. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht die Firma. Es war zwar ganz okay, aber es ist extrem blumig. Also es war schon beinahe mir zu viel. Dann habe ich auch gebraucht von Garnier Nutriss den Conditioner von meiner Haarfarbe, wo ich ja gefärbt habe. Das reicht mir ja immer für zwei, drei Anwendungen. Und den habe ich jetzt auch aufgebraucht. Benutze ich auch sehr gerne. Also ich kriege davon immer wirklich sehr, sehr schöne Haare. Und zwei dekorative Sachen. Ihr wisst, Parfüm ist für mich immer als dekorativ zu betrachten.
Da habe ich das Cœur de Nuit Eau de Parfum aufgebraucht von Yves Rocher, was ich ja von Carina im Weihnachtspaket hatte. Ne? Habe ich jetzt aufgebraucht. Wo mein Liebster ja gesagt hat, es riecht irgendwie nach Puff. Also mir hat es für den Alltag sehr gut gefallen. Ich würde jetzt nicht unbedingt losrennen und es mir nachkaufen. Ich habe ja sowieso haufenweise. Ja, aber es war ganz okay, muss ich wirklich sagen. Also ich fand, es war nicht puffig. Und von Essence habe ich den Skin Loving Sensitive Concealer aufgebraucht. Gefiel mir auch sehr gut. Ich finde zwar den Trended Up Sensitive, aber nur einen ganz kleinen Hauch Ticken besser. Aber nichtsdestotrotz, also auch dieser hier wäre ein Nachkaufprodukt für mich. Ja, den würde ich auch nehmen. Wenn es den von Trended Up nicht mehr gibt, den Sensitive, würde ich auch definitiv auf diesen hier zurückgreifen. Meine Gutsten, das war's. Es ist leer, mein Tütchen. Also ich denke mal, gerade was jetzt Masken betrifft, war ich doch letzten Monat fleißig, oder? Was meint ihr? Ne? Denke mal schon. Habe ich noch ein kleines Lob verdient. Wie gesagt, jetzt im Mai, da wird dran gearbeitet, exzessiv, dass ich mich mehr eincreme. Ich habe es jetzt auch die letzte Woche eigentlich ganz gut geschafft. Gut, gestern habe ich mich nicht eingecremt. Oder heute Morgen besser gesagt. Ich faules Stück. Aber ansonsten habe ich es jetzt so, wirklich so eigentlich recht konsequent durchgezogen. Weil in der Bodylotion, die ich jetzt gerade verwende, ist auch nicht mehr so viel drin. Die hatte ich eben mit der hier zusammen eben auch angefangen, weil die eben auch nach Erdbeere riecht. Und da möchte ich die eben jetzt auch weghaben, weil ich habe mein Erdbeer-Duschgel weg. Da habe ich auch nichts mehr, was nach Erdbeere riecht. Also möchte ich jetzt auch die Erdbeer-Bodylotion aufbrauchen. Ne? Von daher, Chaka und so. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde dann mal gleich, denke ich mal, auf Arbeit hopsen können. Ne? Mein Wochenspiegel ruft bestimmt, weil meine Chefin hat schon angerufen. Ich habe es gesehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.